Moin moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Zockerhöhle. Heute möchte ich mit euch den Story-Modus von Transformers spielen. Das Schöne daran, das Spiel ist momentan über die PlayStation Plus Mitgliedschaft, ja, free to play, und somit kann man es wirklich hervorragend einmal ausprobieren und anspielen. Deswegen nochmal herzlich willkommen bei unserem Let's Play Transformers. Ich bin hier schon mal in der Schwierigkeitsauswahl beim Story-Modus und werde mich jetzt hier einfach mal für Krieger entscheiden. Kurz vorweg, das ist auch mal das erste Mal, dass ich das Spiel spiele und sehe. Von daher, wie immer, verzeiht mir etwaige Fehler oder irgendwas, was ich noch nicht wissen kann. Okay, und es geht auch schon los mit einer Zwischensequenz oder dem Intro. Hier seid ihr gefragt, wie wollt ihr, dass ich es handhabe? Soll ich die Filme, die Zwischensequenzen skippen? Wollt ihr sie sehen? It's up to you guys. Schreibt es mir einfach in die Comments. Ich werde es jetzt erstmal laufen lassen. Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal bedrohlich aus. Aber ansonsten wäre es natürlich auch langweilig. Ich hoffe, ich kann später auch fliegen. Aber ich glaube, das können nur die Bösen. Okay, da sind die guten auch schon. Optimus Prime. Sehr schön. Ich freue mich tatsächlich sehr, dass ich es jetzt spielen kann. Okay, wir müssen Megatron aufhalten. Gar kein Problem. Und klar, wir sind von unseren Verbündeten getrennt. Sonst wäre es ja auch wieder langweilig. Okay, perfekt. Machen wir es jetzt erstmal in das Tutorial-Level. Charakter, Kamera, Charakter bewegen, Kamera drehen. Perfekt, funktioniert alles. Jack, come in. Is this Cybertronian technology? I think so, Optimus. Okay, was geht hier vor sich? Hurricane force winds, like they're trying to sweep the city clear. Whatever their purpose. Okay, sie erzeugen starke Wirbelstürme. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Ah, okay, die muss ich einsammeln, die Teile. Ah, okay. Okay, Bodentruppe. Das kann ich mal überspringen. Ah, okay, geht schon los. Leichter Angriff, schwerer Angriff. Oh. Mal gucken. Oh. Okay, ich kann einen Fahrzeugangriff machen mit R1. Mal gucken, wie lange.
habe ich das denn? Ah. Perfekt. Okay, auf jeden Fall mehrere Kombos zur Verfügung. Das ist schon mal nicht schlecht. Und nochmal, weil es so schön war. Aber zieht leider nicht ganz so viel ab, wie ich dachte. Aber man kann ja nicht alles haben. Okay. Jetzt werde ich auch noch aus der Luft angegriffen. Sieger, okay. Alles klar. Ah, okay. Ich kann auch schießen. Okay, perfekt, hab Munition bekommen. Okay, aber schon wieder leer. Und Mission abgeschlossen. Perfekt. Weiter, da oben scheint irgendwas zu sein. Ah, perfekt. Ah, okay, ich muss es einfach nur kaputt machen. Sehr schön. Gucken, wo ich lang muss. Ah, genau, erstmal wieder alles einsammeln. Ah. Oh. Ups, da bin ich verdrückt. Was muss ich hier machen? Ah, okay. Erstmal wieder alles einsammeln. Okay, muss ich wieder hier hoch? Wo? Da habe ich nicht geschafft. Okay, ja, an die Steuerung muss ich mich erst noch mal ein bisschen gewöhnen. Aber ich glaube, was ist hier? Kann ich da irgendwas kaputt machen? Ah, perfekt. Gleich nochmal ein paar Sachen einsammeln. Läuft. Ah, sehr schön. Treasure Hunting hier. Alles mitnehmen. Okay, was ist hier? Okay. Ah, shit, was war das? Ah, okay, alles klar, mit Fokus, ich musste ausweichen. Alles klar, gar kein Problem. Oh, da sind auch schon wieder Gegner. Oh. Ah, perfekt, damit kann man echt gut ausweichen. Wow. Irgendwas schießt hier aber auf mich. Okay, hier sind noch mehr. Okay, nicht getroffen, aber macht nichts. Erledigt.
Okay, kann ich noch irgendwas einsammeln? Ja, perfekt. Ah, da ist sogar noch ein Gegner. Ja, okay, den hatte ich jetzt leider übersehen. Sonst hätte ich es auch ein bisschen schneller geschafft. Okay, mal eben gucken. Was kann ich hier eigentlich so machen? Objekte, Status, Karte. Karte ist auch mal gut zu wissen, wo man sich aufhält. Was habe ich denn für Objekte? Ah, sehr schön. Ich habe Reparaturkits, Energiepacks, Nahtschale und einen Objektscanner. Perfekt. Oh, Status. Ah, ich habe sogar drei Waffen, Granatwerfer, Ionenblaster und meine normale Standardaxt für Nahkampfangriffe. Okay, passt. Gehe ich einfach mal weiter. Okay. Da scheint irgendwas Größeres zu kommen. Oh, ja. Der ist auf jeden Fall größer als ich und scheint mehr Power zu haben. Oh, okay. Jetzt muss ich anscheinend schon gegen ihn kämpfen. Ich hoffe, der hat mal irgendeine Schwachstelle. Oh, ich habe keine Energie. Ich versuche mal auf Entfernung zu bleiben. Okay, das scheint nicht so viel Damage zu machen. Okay, ich sehe gerade, ich habe hier eine Spezialattacke. Ah, perfekt, die hat gut reingehauen. Die hat gut reingehauen, ey. Wow, wow, wow. Shit. Was war das? Okay. Ich konnte jedoch irgendwo Energiepack. Stell 50% Energie in der Waffe wieder her. Perfekt. Da nehme ich. Ah, ich habe sogar noch. Die ist noch gar nicht leer. Ups. Perfekt, dann kann ich sie auch erstmal weiter benutzen. Okay, gleich habe ich ihn auch schon. Okay. Okay, das macht echt nicht so viel Damage, wie ich gerne hätte, aber auch kein Problem. Okay, gleich habe ich ihn. Oh. Nee. Oh. Nicht, dass es jetzt nochmal knapp wird, kurz vorm Schluss. Perfekt. Ah, nur Rang C, aber was soll's, ich spiele es ja zum ersten Mal. Perfekt, und weiter geht's. Okay, Fernkampf. Okay, einer noch. Ja, nächste Mission schon geschafft. Sehr gut.
Oh, ich habe es nicht eingesammelt. Okay, ich werde den ersten Part des Let's Play Transformers hier einfach erstmal beenden. Schreibt mir gerne eure Kommentare. Hat es euch bisher gefallen? Wünscht ihr euch irgendwas anderes? Habt ihr Anregungen? Kann ich irgendwas besser machen? Muss ich irgendwas unbedingt besser machen? Irgendwas anders? Irgendwas zu leise, zu laut? Schreibt es mir gerne in die Comments. Ich lese mir das natürlich durch, antworte natürlich auch immer. Ja, und natürlich noch einen schönen Tag. Dann bis zum nächsten Mal, bis zum Part 2 von Transformers. Ciao!